In diesem Video wollen wir uns mal ein bisschen um Arrays kümmern. Arrays sind als zusammengesetzter Datentyp, neben Strings die wichtigsten zusammengesetzten Datentypen. Und am Ende dieses Videos sollten wir ja in der Lage sein, sie für die wesentlichen Situationen auch wirklich sinnvoll anwenden zu können. So, um die Notwendigkeit von Arrays zu verstehen, habe ich mir mal Folgendes überlegt. Wir haben hier jetzt ein kleines Auto und dort wollen wir Leute reinsetzen. Und wir wollen einfach wissen, wer sitzt denn wo. Dazu definiere ich jetzt einfach mal drei Personen, die da drin sitzen. Und hinten rechts habe ich keinen reingesetzt, sprich der Sitz bleibt leer. Wenn ich jetzt in einem Programm diese Situation irgendwie abbilden möchte, würde ich jetzt mit unserem aktuellen Wissen vier Variablen deklarieren. Und in die ersten drei würde ich jetzt Leute reinpacken und in der letzten Variable sitzt keiner. Das ist soweit jetzt erstmal okay und kann man sagen, ja, das funktioniert wunderbar. Und das kann ich auch in einem Programm ja einigermaßen sauber umsetzen. Jetzt gibt es aber Situationen, bei denen das Ablegen der einzelnen Werte in dedizierte Variablen ziemlich mühsam wäre. Wenn wir uns so eine Kiste mal anschauen, da haben jetzt nicht nur vier Personen Platz, sondern jede Menge. Und wenn ich das in einzelnen Variablen abbilden würde, dann würde der Code ziemlich abgefahren aussehen. Das heißt, ich muss mir hier irgendwas anderes überlegen, damit ich in der Lage bin, diese vielen Personen programmatisch irgendwie zu wickeln. Und die Lösung dazu heißt Arrays. Ein Array ist nichts anderes wie die ja, Vervielfachung eines Datentyps in einer Liste. Wenn wir uns das hier jetzt mal anschauen, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt ein Array, das habe ich jetzt mal String Array Platz getauft. Und hier sage ich, ich brauche nicht eins, sondern ich brauche 30. Das heißt, jetzt habe ich eine Liste geschaffen, in der ich 30 Werte ablegen kann. Und da kann ich jetzt im Prinzip sagen, in meiner Liste auf der Position 0, wir erinnern uns, 0 ist immer der Startwert beim Programmieren, nicht die 1. In der Position 0 hätte ich jetzt gern den Herrn Huber reingepackt. Das heißt, dass ich jetzt mit einer Positionsangabe im Prinzip festlegen muss, wo in meiner Liste möchte ich denn den Herrn Huber reinsetzen. Das Ganze kann ich sogar auch in gewissen Grenzen dynamisch machen. Ich möchte jetzt hier auf meine Liste dazugreifen. Ich schreibe jetzt hier aber keine feste Zahl rein, sondern eine Variable. Die Variable setze ich jetzt hier auf 0 und dann würde ich entsprechend diesen Herrn Huber wieder rausbekommen. Dann wird meine System Out Print Line Anweisung auf der Konsole ergeben, auf Platz 0 sitzt Huber. Dann, wer gut rechnen kann oder wer rechnen kann, der wird sehen, dass wenn ich jetzt bei der Indexposition 0 meinen allerersten Eintrag mache, dann wird der letzte Eintrag nicht auf 30, was ja die Länge meines Arrays darstellt, sondern auf 29 gesetzt werden. Das heißt, der letzte Index ist die 29. Und das ist so ein Thema, was viele Anfänger gerade am Anfang falsch machen, dass sie versuchen, auf der Stelle 30 nochmal zuzugreifen. Nur wenn ich versuche, auf ein Array, das die Länge 30 hat, auf die Position 30 irgendeinen Lese- oder Schreibzugriff zu machen, dann wird entsprechend eine Exception, also ein Ausnahmefehler passieren und das Programm würde anhalten. Also immer merken, die letzte Position eines Arrays ist nicht 30 oder nicht die Länge des Arrays, sondern die Länge minus 1. Für unser Beispiel eben die 29. Jetzt schauen wir uns diesen Syntax nochmal im Detail an. Hier ist die Deklaration meines Arrays. Hier habe ich den Datentyp meines Arrays, und zwar der Array-Variable.
Das sagt mir meinem Compiler oder dem Interpreter, es wird sich jetzt hier nicht um einen normalen String, sondern um ein String Array handeln. Also diese beiden eckigen Klammern sind Indikationen, dass wir jetzt von Arrays sprechen. Die könnte man auch am Ende des Variablennamens packen, also hierhin, aber ich persönlich präferiere die datentyprelevanten Informationen zusammenzulassen und das wäre dann genau an dieser Stelle. Dann kommt der Variablenname und dann wird ein neues strukturiertes Element, ein strukturierter Datentyp erzeugt und in Java ist das immer ein Objekt. Und das Schlüsselwort für die Erzeugung eines Objekts in Java ist new. Ja, und dann kommt der Datentyp des eigentlichen Objektes. Das ist dann entsprechend hier für uns auch String, der gleiche Datentyp wie die Variable. Das muss nicht zwingend so sein, aber für uns am Anfang werden wir das genauso handhaben, dass das der gleiche Datentyp ist. Und dann am Schluss natürlich noch die Arraygröße. Beim Schreibzugriff, das heißt, wenn ich in das Array einen Wert oder einen neuen Wert reinpacken möchte, dann sieht es eigentlich genauso aus wie bei einer stinknormalen Variable, nur mit dem Unterschied, dass ich sagen muss, wo in meine Liste möchte ich jetzt hier diesen Huber reinschreiben. Ich habe hier im Prinzip den Variablennamen und die Indexposition. Und dann wird ganz normal das Schreiben zugewiesen. Beim Lesezugriff sieht es im Prinzip genauso aus. Ich brauche meine Variable und die Indexposition. Und wenn ich diese beiden Informationen habe, dann würde im Prinzip der Wert auf der Indexposition 0 mit dem System-Out-Print-Line-Befehl ausgegeben werden. Ganz allgemein, wenn man mit Arrays arbeitet, gibt es ein paar Sachen, die man beherzigen muss. Ich gehe mal hier über die wichtigsten Sachen. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, Arrays sind strukturierte Datentypen. Keine einfachen Datentypen. Das heißt, sie sind aus einfachen oder wiederum strukturierten Datentypen aufgebaut. Dann in Java und in den allermeisten Programmiersprachen ist die erste Array-Position die 0. Immer dran denken. Das heißt, die letzte wird nicht die Position der Array-Länge, sondern Länge minus 1 sein. Dann, ein Array ist wirklich ein sehr, sehr wesentliches Element. Das finde ich in fast allen Programmiersprachen. Und ich kann im Prinzip, wenn ich eine neue Programmiersprache lerne, davon ausgehen, dass sie mir so ein Konstrukt wie ein Array bietet. Dann in Java ist es so, dass die Arrays, wenn sie mal im Speicher sind, also wenn sie mal erzeugt wurden, also wenn der Interpreter über die Zeile gegangen ist, die wir vorhin angeguckt haben, dass mein Array mit dem new-Schlüsselwort erzeugt wurde, dass die Länge nicht mehr verändert werden kann. Das heißt, wenn ich einmal gesagt habe, mein Array hat die Länge 30, also new String, eckige Klammer auf, 30, eckige Klammer zu, dann bleibt es dabei. Ich kann in Java und in den meisten Programmiersprachen, die kompiliert werden, das Ding nicht mehr ändern. Bei Skriptsprachen ist es ein bisschen anders. JavaScript gibt da beispielsweise ein paar Möglichkeiten, Arrays tatsächlich dann nachträglich von der Länge her nochmal zu vergrößern oder verkleinern. Aber in Java selber geht das nicht. Dann kann ich auch mehrdimensionale Arrays erzeugen. Im Prinzip ist es so, dass ich jetzt hier als Beispiel ein zweidimensionales, also eine Klammer und noch eine Klammer erzeugt habe und muss dann natürlich auch bei der Erzeugung des Objekts, also bei diesem new-Schlüsselwort auch, meine beiden Längen darstellen. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Array mit der Länge 20 und 4. Was ich dann noch machen kann, ich kann ein Array mit festen Werten vorbelegen. Das sieht dann so aus, dass ich zwei geschleifte Klammern habe, also eine öffnende, eine schließende. Und in diesen geschweiften Klammern habe ich jetzt
meine Werte. Das sind jetzt hier die 5 Arbeitstage. Die werden durch Komma getrennt und damit ist automatisch das Array SA Wochentag erzeugt mit den Werten Montag bis Freitag. Die kann ich nachträglich dann noch ändern, aber auch hier gilt, die Länge kann ich nicht mehr verändern. Ja, dann noch ein Punkt, die Länge eines Arrays, die möchte ich ja durchaus hin und wieder mal wissen. Und das ist der sogenannte Length-Operator. Das heißt, mit diesem Length-Wert kriege ich raus, wie lang mein Array ist und kann dann beispielsweise diese Eigenschaft so sehr schön in Schleifen interpretieren. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum Punkt, wie ich das Ganze verwenden kann. Also wenn ich Arrays auslesen möchte, dann könnte ich natürlich sagen, ich würde gerne die Array-Position 0, Array-Position 1 und so weiter explizit ansprechen. Oder ich mache mir das Leben etwas leichter mit einer Schleife. Wir gucken uns das hier mal ein Beispiel an. Ich habe hier ein Array einfach deklariert und das einfach mit 5 Werten von 1 bis 5 belegt, vorbelegt. Haben wir gerade gesehen, wie das funktioniert. Und jetzt mache ich eine Schleife, eine Vorschleife mit einer Zählvariable. Das ist mein i, das fängt bei 0 an und dann habe ich hier i kleiner als myArray.length. Das heißt, meine Zählschleife beginnt bei 0 und hört bei kleiner Länge, in dem Fall 5, auf. Und somit wird mein Zählwert i von 0 bis 4 laufen. Und das sind genau die Array-Positionen, die gültig sind. Und dann kann ich im Rumpf meiner Schleife entsprechend auf meine Werte zugreifen. Hier einfach nur das System-Out-Print-Line. Eine andere Möglichkeit ist die Kurzform. In anderen Programmiersprachen gibt es for each beispielsweise. In Java ist es mit diesem Doppelpunktoperator dargestellt. Was ich hier mache ist, ich deklariere eine Variable, iValue ist es hier an der Stelle. Und diese Variable nimmt in der Schleife den aktuellen Wert meines Arrays an. Beziehungsweise den aktuellen Wert oder den Wert meines Arrays in der aktuellen Position. Das wäre jetzt auch nichts anderes wie eine Zählschleife und im Prinzip beim ersten Durchgang wird iValue die 1 tragen, dann den nächsten Wert und so weiter, bis es dann entsprechend durch ist. Für Auslese-Optionen ist es ganz praktisch, für Reinschreiben funktioniert das nicht, aber für fixes Ausgeben kann man das durchaus verwenden, wobei ich persönlich die obere Zählschleife präferiere. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Zum Handling von zweidimensionalen Arrays möchte ich hier noch eine kleine Ergänzung machen. Ich habe mir hier für diese Erklärung mal ein kleines Beispiel überlegt. Ich habe jetzt hier ein Array, das die Eckpunkte von Polygonen aufnehmen soll. Jeder Eckpunkt hat eine x- und y-Koordinate und für dieses aktuelle Polygon habe ich jetzt mal 4 Punkte angenommen und habe somit 4 mal 2 Werte, 4 x- und 4 y-Werte für diese entsprechenden Eckpunkte. Und jetzt gebe ich einfach Punkt für Punkt meine x- und y-Werte ein, an der Stelle Punkt 0, die x-Position und die y-Position. Im rechten Code mache ich das gleiche. Hier sage ich, Punkt 0 hat auch eine x- und eine y-Position. Das heißt, der eigentliche Unterschied Codes ist lediglich, dass ich die beiden Dimensionen vertauscht habe. Einmal ist die Anzahl der Punktdimensionen vorne, das ist im roten Beispiel, und die Unterscheidung der XY-Koordinaten an der zweiten Dimension und auf der rechten Seite ist es genau andersrum. Das heißt, funktional sind die beiden Codes absolut identisch. Es gibt nur den Unterschied, dass ich einfach die
Positionen meiner beiden Dimensionen einfach vertauscht habe. Wenn wir uns das jetzt mal etwas genauer anschauen, kann ich hier sehen, dass es zwar eigentlich erstmal egal ist, ob ich die Tabelle horizontal oder vertikal anlege. Wenn ich aber mir das Thema Handling anschaue, gibt es da einen riesengroßen. Wir gucken uns mal Folgendes an. Ich möchte jetzt die Länge meines Polygons oder die Anzahl der Punkte meines Polygons anzeigen. Jetzt kann ich hier auf der linken Seite, kann ich sagen, ich kann einfach mein Array nehmen und meinen Length-Operator ansetzen. Dann werde ich die Anzahl 4 rauskriegen. Wenn ich das gleiche auf der rechten Seite tun möchte, dann muss ich hier auf meine nullte Indexposition gehen. Das heißt, wenn ich hier auf der rechten Seite einfach nur IA-Polygon.Length machen würde, das heißt, hier einen Punkt und dann Length machen würde, ohne dieses 0, dann würde ich den Wert 2 rausbekommen. Und das hat streng genommen keine wirkliche Aussagekraft, weil ich weiß ja ohnehin, dass mein Polygon im zweidimensionalen Raum ist und jeder Punkt zwei Dimensionen hat. Noch schlimmer ist es, wenn ich mir mal davon ausgehe, dass ich vielleicht noch gar keinen Punkt in meinem Polygon habe, es wurde noch nicht initialisiert etc., dann würde mir dieser Code einfach die 0 rausgeben und dieser Code würde mir eine Exception rausgeben. Und das ist sehr wohl ein Unterschied. Das heißt, was ich mir anschauen muss, ist, was kriege ich, wenn ich direkt beim Polygon meinen Length-Operator ansetze. Kriege ich dort eine Information, die ich später bei der Nutzung meines Codes oder dieses Arrays sinnvoll brauchen kann oder eben nicht? Muss ich hier quasi noch auf die zweite Dimension dann zugreifen? Und das ist was man sich wirklich beim Design überlegen kann. Wenn ich das Ganze irgendwie in eine Art Merksatz reinpacken möchte, dann würde ich sagen, je allgemeiner die Dimension, umso weiter rechts muss sie liegen. Aber das nochmal, das ist nichts, wo ich sagen kann, es gibt ein fixes Designkriterium diesbezüglich. Im Prinzip kann ich nur jedem raten, sich zu überlegen, was passiert, wenn ich direkt an mein Array den Punkt Length Operator anwende. Welche Information kriege ich? Eine brauchbare Information, wie hier auf der linken Seite. Ich bekomme die Anzahl meiner Koordinatenpunkte oder eine, ich sag mal, nicht so wirklich sinnvolle Information wie ich bekomme die Anzahl der Dimensionen, sprich für mein Polygon im zweidimensionalen Raum kriege ich die 2 raus. Der letzte Punkt, den ich beim Thema Array ansprechen möchte, ist das Thema Initialwerte. Und zwar gucken wir uns mal Folgendes an. Wenn ich Variablen habe, benötigen die immer einen Initialwert. Wenn ich jetzt beispielsweise mir diesen Code anschaue und versuche, ihn in Eclipse einzugeben, dann wird mir Eclipse hier das Ding unterringeln und mir eine Fehlermeldung geben und würde sagen, dass diese Variable eventuell noch nicht initialisiert ist. In diesem kleinen Code nicht mal eventuell, sondern ganz sicher. Das heißt, wenn Eclipse es überhaupt zulassen würde, was es ja nicht tut, dann würde, wenn der Interpreter an dieser Stelle wäre, er wüsste schlichtweg nicht, was er ausgeben soll. Also muss ich hier einen Initialwert angeben und dann wäre in dieser Variable ein Wert, hier in dem Fall die 0, und er würde die 0 ausgeben in der Printline-Zeile. Bei Arrays habe ich die Situation, dass ich meine Array-Variable mit einem Array-Objekt belege. Und zwar hier new int, das heißt ein Integer-Array der Länge 10. Und insofern kann ich jetzt an dieser Stelle hier mit dem Punkt Length-Operator arbeiten. Das heißt, der Compiler wäre happy, er sagt, okay, da gibt es eine Variable und die wurde mit einem Initialwert belegt. Spannend ist es jetzt, wenn ich sage, ich greife jetzt auf die Indexposition 0 zu.
Da habe ich ja noch nichts reingepackt. Ich habe hier keinen initialen Wert reingeschrieben. Das Problem ist aber, der Compiler, der kann das gar nicht feststellen. Der wüsste ja gar nicht, was er unterringeln soll, weil er die einzelnen Positionen ja auch gar nicht in seinem Code finden wird. Im schlimmsten Fall hätte ich hier an der Stelle keine Null, sondern eine Variable. Das heißt, hier hat man als, oder haben die Entwickler von Java, die Erschaffer von Java, schlichtweg ein Problem. Und die Lösung, die sie dann hier an der Stelle eingeschlagen haben, ist, sie haben jedem Array-Wert einen Default-Wert verpasst. Wie man das jetzt macht, machen wir jetzt ganz einfach folgendermaßen. Wir schreiben einen kleinen Testcode und der sagt jetzt einfach, ich erzeuge ein Integer-Array und dieses Integer-Array gebe ich jetzt mal an der nullten Position aus und lasse das Ding mal laufen. Und was dann in der Konsole stehen wird, ist die 0. Das heißt, in einem Integer-Array werden alle Elemente initial auf 0 gesetzt. Darauf kann ich mich jetzt verlassen. Bei einem String-Array tausche mal einfach Integer als mit String aus und geben das Ding mal aus. Und was ich dann hier finde, ist Null. Das heißt, in einem String-Array sind sämtliche initialen Werte mit dem Wert Null belegt. Also es ist sozusagen kein String-Objekt drin. Und das gilt für alle Arrays von Objekten. Das heißt, wenn ich jetzt später mal mir etwas kompliziertere Objektstrukturen anschaue oder sogar eigendefinierte, ist es so, dass wenn ich ein Array erzeuge von diesen Objekten, dass die im Prinzip alle mit Null belegt sind. Und das ist durchaus ein sinnvoller Wert. Schauen wir uns mal die wichtigsten Datentypen an. Wir haben hier unsere üblichen Verdächtigen. Und jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch, was denn dort die einzelnen Initialwerte sind. Bei Boolean ist es false. Das heißt, wenn ich ein Array von booleschen Werten mache, sind alle Werte initial auf false gesetzt. Bei Byte ist es 0, bei Short 0, Integer 0 und Long auch 0. Das heißt, alle ganzzahligen einfachen Datentypen werden im Falle eines Arrays auf den Wert 0 gesetzt. Na gut, da braucht man jetzt nicht viel Fantasie, um zu erraten, was bei Float passiert. Das ist 0,0 und 0,0. Interessant wird es wieder beim Character. Hier habe ich den ASCII-Wert 0. Der ist nicht wirklich sinnvoll belegt. Das heißt, ich habe hier einen ja, nicht wirklich brauchbaren Character-Wert drin. Und String ist null, das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Ja, das war jetzt das Wesentliche zum Thema Arrays. Auch hier gilt wie immer, wenn ich das wirklich dann auch verstehen möchte, muss ich es üben. Ich muss mir irgendwelche Übungsprogramme überlegen, in denen man das Ganze sinnvoll einsetzen kann. Zur Not unter Code Concert werdet ihr auch ein paar Beispielaufgaben finden. Grundsätzlich gilt, was ich im Unterricht auch schon des Öfteren angemerkt habe, wenn ich irgendwo in irgendwelchen Programmen irgendwelche Sequenzen dreimal untereinander programmiert habe, mit nur ganz kleinen Unterschieden, ist es meistens ein Indikator dafür, dass ich die Daten, die ich in diesen drei redundanten Codeblöcken verarbeite, irgendwie vielleicht in ein Array packen könnte und diese Redundanz rausnehmen kann, indem ich Schleifen baue. Also immer dran denken, wenn ich Datennotwendigkeiten oder Datenanforderungen habe, wo ich einigermaßen gleichwertige Daten habe, dass ich die eventuell in ein Array reinpacken kann und dann eben im Rahmen von Schleifen verarbeiten kann. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als viel Spaß mit dem Thema Array zu wünschen und ja, vielleicht bis zum nächsten Video.